So, Benton, sag was. Nicht das Kreismenü. Ja, hallo. Ja, hallo zu dieser Spontanfolge. Heute gibt es keinen Stream, sondern dieses VOD. Deswegen seht ihr das schon um 8. Eigentlich hätte ich mit Terra gerne Pathfinder gestreamt. Es liegt auch nicht an Terra, dass das ausfällt, sondern an mir. Ich habe erstens relativ bescheiden geschlafen, wie man nicht unbedingt an der Uhrzeit sehen kann. Es ist 4.47 Uhr gerade aktuell auf dieser Uhr. Aber eigentlich habe ich seit 1 Uhr schon nicht mehr geschlafen. Also ja, deswegen muss ich heute mal ein bisschen früher ins Bett und werde direkt nach der Arbeit einfach nur ins Bett fallen und das dann hoffentlich nachholen. Das ist so der grobe Plan, deswegen kein Stream. So, und der Stream, der Freitag kommt, ist mir relativ wichtig, weil wir da auch Open-End streamen können. Deswegen auf jeden Fall Freitag. Sorry, Terra, ich schreibe dir das nochmal in Discord. Weiß nicht, ob du das auf Discord eher liest, als du dieses VOD siehst, wahrscheinlich. Gut, genug der Organisationsdinge, die da so sind. Ich glaube, ich muss so eine Minute abziehen, glaube ich. So. Wir müssen noch weiter organisieren, und zwar uns selber. Dorna haben wir ja schon mal gepolt oder darauf getrimmt. Er sieht halt wirklich auch ein bisschen abgeranzt aus. Tja, Benton, ja, steigern wir lieber mal deinen Charakter, ja? 6 verteilbare Punkte, das muss man ja manuell machen, wenn man das nicht nach Standard gemacht hat. Weil dann haut er einem das sonst überall rein, aber nicht dort, wo man es haben möchte. So, parieren. Was haben wir denn noch? Offensichtlich haben wir da leise bewegen. Klassenfähigkeit. Gut. 10 Trefferpunkte bekommen wir. Wir haben das Talent Geschosse abwehren. Das gucken wir uns gleich mal an. Wie ging das nochmal? C. Talente. Betäubender Schlag haben wir. Den haben wir immer. Den haben wir zweimal. Was können wir damit eigentlich? Ja, minus 4 kriegen wir auf den Angriff, wenn wir den einmal ausführen. Wenn er erfolgreich ist, muss der Gegner einen Zähigkeitswurf machen. 10 plus die halbe Stufe des Angreifers. Das ist also nicht so schwer. Plus den Weisheit-Modifikator. Der ist bei uns 3. Also wären wir jetzt bei 14. Als Schwierigkeitsgrad, ja, ist machbar. Für den anderen, deswegen weiß ich nicht. Müssen wir uns so ein bisschen weiter steigern. Der Angriff kann einmal am Tag für je 4 Stufen des Charakters angewendet werden. Wieso können wir ihn zweimal anwenden? Naja, vielleicht weil wir special sind. Mönche erhalten das Talent kostenlos, selbst wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, und bekommen keinen Malus auf Angriff oder Schaden. Oh, und können es einmal pro Stufe und Tag verwenden. Deswegen zweimal. Konstrukte und Untote sind gegen diesen Angriff immun. Ebenso wie Kreaturen, die gegen kritische Treffer immun sind. Ja, das sind Konstrukte und Untote vor allem auch. Geschosse abwehren. Pro Runde können wir einen Angriff durch ein Geschoss ausweichen. Dies wird wie ein Reflexwurf mit Schwierigkeitsgrad 20 behandelt. Reflexwurf ist Geschicklichkeit, da werden wir gleich nochmal kurz gucken. Naja, ich weiß nicht, ob uns das gelingt. Wenn man nicht gerade auf dem falschen Fuß erwischt worden ist, ist das automatisch, und Mönche bekommen das Talent auf der 2. Stufe kostenlos. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir, ich bezweifle allerdings, also wir müssen da ja richtig gut würfeln. Weil wir kriegen keinen Bonus. Also wir müssen 20 würfeln. Dann schaffen wir das. Sonst nicht. Gut, ich würde sagen, Geschicklichkeitsringe sind nötig. Gut. Ist ein bisschen kalt hier auf Hügelspitze, ne? Dorna ist wenigstens richtig angezogen. Hier brennt noch das Lagerfeuer von Pfeiffer. Zum blubbernden Kessel scheint mir eine Taverne zu sein. Eigentlich wollen wir ja... gehen wir doch direkt mal rein. Oder es ist der Alchemie-Shop.
Die Einheimischen scheinen das Gebäude zurückerobern zu wollen. Na, viel Glück auch. Sind hier noch Goblins? Ach so. Ihr werdet nicht weit kommen. Ihr versteckt euch hinter einer Geisel, kleine Feiglinge. Oh, ich glaube, wir speichern lieber. Ich habe irgendwas von Geisel gelesen. Geiselbefreiung. Mit Bänden. Ich weiß nicht, ob das was wird. Bändens über der Mob. Nein, ihr müsst weggehen. Okay. Wieso schimpft ihr mit ihm? Ja, da sind doch die Kobolde, Goblins. Die Kobolde und die Geiseln. Wen hast du denn als Geisel? Mara, die Köchin ist die Geisel. Geisel? Das ist doch nur eine. Oder sind hier noch mehrere? Die Kiste wurde auch als Geisel genommen. So, wir reden mal mit Loda, der ein Schankwirt, der als einziger eine Sprechblase hat. Was kann ich für euch? Einen Namen, meine ich. Schaut euch doch um. Diese elenden Kobolde sind hier vorhin hineingestürzt und haben sich ausgetobt und sich dann in der Küche verbarrikadiert. Ja, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Also, okay. Und ist doch nicht mein Problem, oder? Braucht ihr Hilfe? Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass sie meine Köchin da drin als Geisel behalten, festhalten. Wenn wir versuchen, die Barrikade zu durchbrechen, werden sie einfach töten. Hm. Vielleicht wirft die Köchin sie auch einfach in den Suppentopf. Zeit für eine Mandarine. Sollte sich nicht die Stadtwache um sowas kümmern? Als ein komischer Mob. Wer weiß, wie lange es dauert, bis sie hier sein können. Außerdem stünden sie der gleichen Situation gegenüber wie wir, oder? Wenn ihr uns nicht helfen könnt, Benton, wer dann? Ich weiß nicht, woher Bentons guter Ruf kommt. Offensichtlich waren wir sehr wohltätig. Ich frage mich, der Text, ob der sich anpasst. Ich glaube ja nicht, wenn man jetzt einen bösen Charakter spielt, ne? Dann... Ah, diese schönen Neverwinter Nights Geräusche. Die hat man auch in Niewinter bei im Hafenviertel meistens. Sind die noch? Eigentlich überall. Habt ihr schon versucht, mit ihnen zu reden? Ja, aber es nützt nichts. Sie wollen freien Abzug, aber sie wollen Mara als Geisel mitnehmen. Das können wir nicht zulassen. Sie würden sie töten. Hm. Wir machen gleich den Klassiker, ne? Wir bieten uns mal selber als Geisel an. Hm. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber erstmal muss ich einen Schluck Kaffee nehmen. Vielen Dank, Benton. Schaut nur, dass Mara nichts passiert. Ja. Hallo, Benton, Herdfeuer. 20 Trefferpunkte. Mit dem sympathischsten Gesicht. Aber vielleicht ist es genau das Gesicht, das die Goblins sehen wollen. Hey, Hürk. Hier, Bip. Wer ihr denn seid? Ihr kleine Kämpfe mehr. Wir keine Kämpfe mehr wollen. Hier, Bip. Wir uns killen lassen oder wir tot machen. Kochfrau. Murna wäre das nicht passiert. Die hätte ihr Nudelholz genommen und dann werdet ihr platt. Nehmt mich als Geisel und lasst die Frau gehen. Es ist halt... ja, das war mein Plan. Ihr hört, ja? Ihr uns gehen lassen, wir nicht kämpfen. Wir Kochfrau nehmen mit, aber ihr nicht versuchen, uns über den Tisch zu schieben. Wir schlau wie nix. Mhm. Nehmt mich als Geisel und lasst ihr dafür die Frau gehen. Ich bin sehr beliebt hier. Ich bin bei Bentons Charisma immer sehr, sehr erleichtert, wenn Überreden Erfolg hat. Es ist gut, dass wir da rein investiert haben. Überreden ist Gold in diesem Spiel. Wir nicht wirklich versuchen, uns hinter Lampe zu führen? Nein, ich habe gar keine Lampe, hinter die ich führen könnte. Das da viel bedeutend wichtig.
eine viel gutere Geisel. Wir nehmen. Yep, in Ordnung. Aber wenn ihr komm rein alleine. Freunde, eure warten draußen. Ist schon in Ordnung, Benton. Ich warte hier und schaue, was ihr macht. Ja, jep, jep. Er kommt allein. Nur allein. Ja, ja, ich komme allein. Ich arme, unschuldige, wehrloses Menschenwesen. Der Mob im Hintergrund. Jep, 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 in Ordnung ist. Wir euch nehmen, wir sie gehen lassen. Ihr viel guter. Ihr aber keine dummen Stricks versuchen. Wir doch nicht. Jep, in Ordnung. Jetzt ihr Geisel seid. Was machen wir mit das da? Ich nicht weiß. Vielleicht ist Kochen? Ihr kochen kannst? Ihr jetzt kochen. Gutes Mampf. Ja, hört mal, ihr könnt jetzt einfach gehen. Geht raus und keiner wird euch etwas tun. Jetzt, wo ich auf dieser Seite bin, könnte ich euch ja helfen, hier rauszukommen. ja, hört mal, ihr könnt jetzt einfach gehen. Ihr Geisel, ihr Schnauze zu! Jep, jep! Dann ihr an Kochtopf. Ich fürchterlich hungrig. Ich bin viel stärker als die Köchin. Ergebt euch, dann werde ich euch nicht wehtun. Mir das nicht so wirklich gefällt. Es lässt neben uns wir nicht sterbsen. Nimm. In Ordnung, wir jetzt kommen raus. Ihr uns nichts wehtun. Unser erster Misserfolg im Überreden. So. Und nun? So, jetzt seid ihr gefangen. Ha, gute Arbeit, wie ihr diesen Abschaum aus der Küche geworfen habt. So, dann wollen wir sie jetzt für alle mal loswerden, was? Jep, wir Kobolde uns ergeben, wir abhauen, ihr sagen, ihr nichts wehtun, sagt, ihr sagt. Sehen wir doch so blöd aus, du kleines Mistvieh, wenn wir euch gehen lassen, macht ihr dasselbe doch bloß woanders. Ihr habt es verdient, zu sterben, hab ich nicht recht, Benton? Oh, immer diese Gewissensfrage, dafür auch erstmal einen Kaffee. Dann sind wir also nicht besser als sie. Na. Was redet ihr denn da, Benton? Das sind böse Wesen. Mit denen arrangiert man sich nicht. Man vernichtet sie. Ach, du warst in deinem früheren Leben mal Paladin, oder was? Sie haben das Gesetz gebrochen, also stecken wir sie ins Gefängnis. Ja, ich habe sie doch überzeugt, sich zu ergeben, oder? Und sie haben Mara am Leben gelassen. Ja, sicher, aber das war doch nur, weil sie keine andere Wahl hatten. Das sind Monster. Genau das meine ich ja. Es sollte doch einen Unterschied haben zwischen uns und den Monstern. Wir sollen sie also einfach so gehen lassen? Sie sollen nicht mal ein bisschen leiden für ihre Taten? Dann ist das die einzige Alternative, Benton. Denn das ist die einzige Alternative. Alternative. Nein, ich schätze, sie sollten schon tun, für, bezahlen für alles, was sie getan haben. Ist zwei, sie einfach dann doch umzubringen? Oder sie ins Gefängnis zu stecken? Lassen wir sie gehen. Nun gut, wie ihr wollt, Benton. Aber ich sage euch nochmal, die werden einfach zurückkommen und uns wieder angreifen. Ein Deal ist ein Deal, das kann ich respektieren. Dann raus mit euch, ihr kleinen Biester. Verschwindet aus meiner Taverne, raus! Ich glaube, wir kriegen kein Freibier für das, was wir hier getan haben. Yay, Mara ist gerettet. Ihr habt es geschafft. Ja, feiert das mal. Feiert Mara und vergesst, was ich getan habe.
Ihr könnt mal aufräumen hier. Schön, euch zu sehen. Danke für eure Hilfe. Was für ein Glück, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich war sicher, dass die kleinen Biester mich umbringen würden. Tja, wie dankbar seid ihr denn so? Benton, dann kann sich das ganze Dorf flachlegen. Ich habe nur meine Pflicht gern geschehen. Mit Pflicht habe ich es nicht so. Kann ich etwas für euch tun, Benton? Massage vielleicht? Habt ihr vielleicht was zu essen hier? Solange die Küche so ein Saustall ist, nein, tut mir leid. Wenn ihr was essen wollt, kommt bitte wieder, wenn die Taverne wieder geöffnet ist. Ja, ja, okay, alles klar. Aber ich nehme mir schon mal das Brot da, ja? Und den Serviettenhalter. Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit Loda. Ich weiß nicht, ob ihm das so gefällt, was wir gemacht haben. Was kann ich für euch tun? Ich glaube es nicht. Ihr lasst die Kobolde so einfach so abhauen? Naja, aber zumindest respektiere ich eure Gründe für diese Entscheidung, Benton. Auf jeden Fall war es gut, dass ihr gerade vorbeigekommen seid, so rein zufällig jetzt. Und die Stadtwache, die jetzt vor den Toren des der Bürger-Dings rumsteht und hier nicht einen Fuß reingesetzt hat. Weiß nicht, hat die Hausverbot oder warum sind die nicht gekommen? Naja. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich hoffe, 50 Goldmünzen reichen als Belohnung. Ich persönlich würde mich über 50 Goldmünzen sehr freuen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich als Geisel angeboten hätte. Aber wir sind ja auch, sitzen hier faul um 5.04 Uhr auf einem Stuhl und spielen Spiele und sind kein durchtrainierter Mönch, der sich selbst verteidigen kann. Also je tiefer man mit den Antworten kommt, na, desto tiefer sinkt man in seiner Dings. Wir werden trotzdem, ne? Wir wollen ja schon rechtschaffend fair bezahlt werden. 50 Gold wären genug, vielen Dank. Dann nehmt diese Münzen als Zeichen meines Dankes. Dieses Städtchen kann stolz auf euch sein, Benton. Ja, 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 finde ich auch. Gut, mit diesem Intermezzo habe ich nicht mehr gerechnet. Also ich meine, ich wusste nicht mehr, dass es das gab. Gut, Dorna hat auch ihren Senf dazugegeben. Offenbar war ihr das ganz recht. Vielleicht war hier ein Schnitt. Das ganze Gelaber dazwischen, ihr kennt das. Ja, 5 Minuten Abmoderation braucht kein Schwein. Bis dann. Leb wohl. Bis Samstag.